Paul Rosche zählt zu den großen Ingenieuren der BMW Group. Als Konstrukteur bedeutender Sportmotoren hat er Motorsportgeschichte geschrieben. Das war eigentlich der Erfolgsgarant aller BMW-Siege, denn er hat die Motoren gemacht. Ich kenne kein Auto, weder ein Formelauto, noch einen Tourenwagen, noch einen GT, noch irgendwas von BMW, wo Rosche nicht in seiner Amtszeit das Hirn, der Kopf hinter dem Motor war. Rosche kommt 1957 direkt nach seinem Studium zu BMW. Unter Alexander von Falkenhausen arbeitet er in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Als BMW mit Tourenwagen und Formel-2-Autos in den Motorsport einsteigt und Siegesserien einfährt, ist Rosche als leidenschaftlicher Motorenentwickler von Anfang an dabei. Über sein Lieblingsgebiet, die Nockenwellenberechnungen für Sportmotoren, kommt der Vollbluttechniker zu seinem Spitznamen. Ja, der Nocken-Pauli. 1975 tritt Rosche in die BMW Motorsport GmbH ein und übernimmt als Leiter die Entwicklung des BMW M1 Straßen- und Rennmotors. Die Ergebnisse seiner Arbeit sind unabhängig von Fahrzeug oder Serie vielfach Meilensteine der Ingenieurskunst. Ja, unsere Trachten waren natürlich immer möglichst viel Leistung. Sein Meisterstück gelingt dem Ingenieur dann in der Königsklasse, der Formel 1. Aus einem Vierzylinder-Serienmotor mit nur 1,5 Litern Hubraum und Turbolader entwickelt er mit seiner Mannschaft ein gigantisches Kraftpaket. Bis heute hält das Triebwerk mit geschätzten 1400 PS den Rekord für die höchste Motorleistung in der Formel 1-Geschichte. Mit diesem Antrieb gewinnt Nelson Piquet nur 630 Tage nach dem ersten Renneinsatz die Weltmeisterschaft 1983. Rosche hat die Grenzen des technisch Machbaren immer wieder neu definiert. In seiner Amtszeit fällt so auch die Entwicklung des Motors für die erste Generation des BMW M3, dem bis heute erfolgreichsten Tourenwagen der Welt. Mit Paul Rosche war die Zusammenarbeit nicht immer einfach, denn er hat ganz klar immer nur seine Technik gesehen. Aber er ist ein begnadeter Konstrukteur und hat für den BMW Motorsport so viel beigetragen. Ich glaube, ohne Paul Rosche wäre BMW nicht da, wo es heute ist. Rosches enorme technische Expertise, sein Einsatz und Ehrgeiz stecken unter anderem auch in dem 6 Liter V12 Motor der Le Mans Sieger von 1995 und 99. Wir haben mit dem Motor in der Entwicklungsphase 500 Stunden Dauerläufe gemacht und. Also das ist wirklich entwickelt worden wie ein Serienmotor. Darum hat sich der in Le Mans leicht getan. 1999 geht Nockenpaule in den Ruhestand. Nach 42 Jahren Einsatz für BMW. Ich bin ein Münchner, mir gefällt es in Bayern. Ich hab da meine Hütten im Gebirg drin. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich nicht weg. Wobei ich durch den Motorsport sehr früh unterwegs war. Auf der anderen Seite hatte ich immer interessante Aufgaben. Ich weiß gar nicht, ob ich so interessante in einer anderen Firma bekommen hätte. Am 15. November 2016 ist Paul Rosche im Alter von 82 Jahren in München gestorben.